Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu BioShock Infinite. Von hier geht's nicht hoch. Ich glaube, wir kommen doch nur über diese Skylines an Comstock ran. Na dann? Schon dabei. Tja, müssen wir mal gucken, wie wir aufhören festzuhängen. Booker, diese Skylines führen hoch zum nächsten Deck. Wenn wir diese Kapseln wegschaffen, könnten wir damit auf die oberen Decks gelangen. So räumen wir sie frei. Ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber nicht ich werde das Banner den Berg hinauftragen. Diese Aufgabe obliegt dir, Elisabeth. Sie obliegt dir. Die Skyline ist frei, Booker. So, weil wir können jetzt da drauf. Verstehe, jetzt wollte wir was Geiler. Auf einer Seite unseres Lamms steht der falsche Hirte. Auf der anderen die Überreste der gotteslästerlichen Vox Populi. Wer von euch Männern kehrt nicht freudig heim zu Gott, damit sie ihr Schicksal erfüllen kann? Freut euch! Freut euch! Der Tod hat keinen Stachel! Ach, bist du wieder alle erledigt? Da ist die Steuerung. Schaffen wir die Kapseln von den Strecken. So, dann machen wir. Wir haben einfach fallen gelassen, ne? Diese Kapseln da. Was nicht. Warum sinken die so langsam? Ich weiß nicht. Wir müssen abwarten. Arbeiten wir ein bisschen mal mit diesen Waffenautomaten aus Rissen. Irgendwie muss man es ja machen, ne? Kann ich den anderen wieder neu aktivieren, dass er wieder heil ist eigentlich, ne? Oder auch nicht. Ja, Muni ist immer gut.
Die gibt man schnell her. Sorry, mehr habe ich nicht. So. Jetzt haben wir das wohl. Herrscht hier wieder Ruhe, ja. Sehr schön. Jetzt können wir wieder die Skyline verwenden. Und kommen wieder ein bisschen höher. Wahrscheinlich. Es mag sein, dass ich sie besiege, DeWitt. Aber sie hatten immer schon einen Hang zur Selbstzerstörung. Wer weiß, vielleicht kommen sie mir ja zuvor. Betreten wir mal das dritte Innendeck. Ein Deck noch. Das übernehme ich selbst. Nein, ich komme mit. Comstock ist ein Deck höher, in der Kabine des Propheten. Ja, mega. Was machen wir denn hier? Dann kommen wir bestimmt von außen über die Skyline noch einen höher, oder? Der sieht nicht so aus. Müssen wohl da drinnen hoch, ne? Ja, sieht wohl so aus. Na gut. Comstock ist ein Deck höher, in der Kabine des Propheten. Hier gibt es allerhand Zeug. Tja. Es stimmt doch was nicht. Los, mach! Booker, hier! Hier fällt die Muni. Gut, hier oben kommen wir nicht weiter. Die Firma dankt. Mhm. Die Firma geht auch kaputt, ne? Bei Nahkampfschaden 50%ige Chance, Feinde in der Nähe zu verbrennen. Opfer nehmen 3 Sekunden lang 400 Schaden. Ich nehme das einfach mal nur mit und dann ist gut. Picks, die liegen hier so rum, ne? Okay. Mehr hab ich nicht. Ja, hier war. Oh, wo seid ihr denn, ihr Drecksäcke? Holy shit. Hier, Booker. Danke. Ah.
Na warte, das haben wir auch gleich. So. Oh, ich bin anscheinend auf dem richtigen Weg. Kabine des Propheten. Diese Skyline. Ja, dann. Nähern wir uns dem Ende, ja? Du willst reinen Tisch machen, falscher Hirte. Aber hier läuft die Zeit rückwärts, ehe du Erlösung findest. Manche Sünden können nicht vergeben werden. Tür öffnen. Guten Tag. Ladies first, ja? Bei dem Krieg da. So richtig, ja. Das ist mein Turm. Was ist das? Der Siphon? Ich hab das da gesehen. Ich hörte dich von oben singen. Und die Maschine erwachte zum Leben. Und dann im Grab meiner Mutter war eine kleinere. Sie haben mich ausgesaugt. Vielleicht kann ich deshalb nicht... Was? Als ich klein war, konnte ich nicht nur Risse öffnen, sondern sogar neue erschaffen. Überall hin, wo ich hin wollte. Aber in dem Turm? Ja, ich bin gleich bei dir. Achso, sie macht die Tür auf. Geh weg. Ich bring's zu Ende. Booker, nein. Das geht nur ihn und mich was an. Du tappst in eine Falle. Ich muss das tun. Komm her, Kind. Komm, ich beiße nicht. Was bist du groß geworden? Sag's mir. Was bin ich? Sieh dich an, wie du aussiehst. Hey, lass sie los. Elizabeth, ich habe alles nur zu deiner Sicherheit getan. Sicherheit? Wovor? Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Doch der Erzengel sprach auch, hüte dich, Prophet. Hüte dich vor dem falschen Hirten Booker DeWitt. Wie eine Wand wird er stehen zwischen ihr und ihrem Schicksal. Warum? DeWitt, ich bin ein Narr. Mächtige Armeen habe ich gegen sie geschickt. Feuer habe ich auf sie niederregnen lassen, nur um sie von ihr fernzuhalten. Dabei hätte ich ihr nur die Wahrheit sagen müssen. Frag ihn, Kind. Frag ihn, was mit deinem Finger ist. Frag DeWitt. Lassen Sie mich! Los, frag den falschen Hirten! Ach, sie ist deine Tochter, du Dreckskerl! Und du hast sie im Stich gelassen! Was das wär's? Hast du gekriegt, was du wolltest? Sag's mir! Raus damit! Es ist vollbracht. Nichts ist vollbracht. Booker! Ihr sperrt sie ihr Leben lang ein. Booker! Schneidet ihr den Finger ab und schiebt es auf mich. Booker, hör auf! Du hast ihn getötet. Was hat er gemeint? Hä? Sag mir, was er gemeint hat mit meinem Finger. Keine Ahnung. Ich dachte, du bist damit geboren, ich weiß nicht. Deine Nase. Sie blutet. Was? Elizabeth, ich schwöre dir, ich weiß nicht, was er damit gemeint hat. Oh doch. Du erinnerst dich nur nicht daran. Nein. Ich beweise es dir. Wir zerstören den Siphon. Die Antwort liegt hinter einer deiner Türen. Du musst sie nur... Das ist der ganze Turm, Booker. Wie sollen wir das machen? Keine Ahnung. Ich lass mir unterwegs was einfallen. Na dann. Das ist halt Bioshock, ne? Was soll man sagen? Der Prophet stirbt. Die Metastasen haben ihn schnell altern lassen. Warum verfällt dieser Comstock, während ein Comstock in einer anderen Welt gesund bleibt? Wenn unsere Gene Schicksal sind, wie kommt dieser Unterschied zustande? Vielleicht durch Kontakt mit der Vorrichtung? Das muss weiter erforscht werden.
ein Mensch wiedergeboren wird, was passiert mit dem, der im Taufwasser zurückbleibt? Ist er einfach weg? Oder existiert er in einer anderen Welt mit all seinen Sünden? Das ist was für dich. Ich kenne die Steuerung. Na gut. Hier gibt's sonst nichts weiter. Machen wir das doch hier mal mit dem Zeppelin steuern. Käfig, was hat das? Und jetzt? Was will sie uns sagen? Käfig, Jaula, Gabia, Cage. Cage! Käfig auf Englisch! Sie sagten, sie wüssten, was gut für uns ist. Booker? Sie sagten, sie wüssten, was kommt. Oh Mist. Wir müssen uns bereit machen. Ich glaube, die wollen an Bord kommen. Prophet, du setzt deine Tochter nicht auf den Thron. Wir schicken sie ins Grab. Was machst du denn? Wir müssen ihn ansingen. Ihn ansingen? Elisabeth, hör auf! Es ist Musik, Notenbucker! Ein Lied! Das für mich ein letztes Mal. Los, 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 los! Booker, er hilft uns. Wir können ihn gegen die Vox-Flotte einsetzen. Rakete, Booker! Und wie? Das ist die Frage. Da, der da! Bitte sehr! Kannst du das Songbird befehlen, feindliche Bedrohung anzugreifen? Ziel auf ein beliebiges markiertes Ziel und halte F gedrückt, um einen Angriff zu starten. Größere Ziele verursachen eine längere Abklingzeit. Okay. Sag ihm wohin! Hey, die Pinsel-Sagen, wo? Da drüben, die Wurst! Schalt das Kampf! Wir brauchen das Ding, um nach Monument Island zu kommen! Ja, das kommt mir jetzt schon wieder bekannt vor. Das war hier auch nicht so angenehm. Mal gucken, wie das jetzt diesmal läuft. Beziehungsweise hatte ich das nicht auch in einem Let's Play schon mal so was ähnliches? Früher in dieser Spielgeschichte? Ist schon komisch, ne? Ja, wo bleibt denn Songbird? Er ist bereit, Booker. Auf das Kampfschiff! Ups, sehr schön. Ja, komm dann, okay, die Muni. Wo soll ich ihn hinschicken? Mach! Schon dabei!
eingepflastert. Doch sie sind mit Blut, Schweiß und Tränen gepflastert. Ja, könnt ihr sowas hier runterholen. Aber heute werden unsere Tränen zu Gold und deine werden zu Blut. Zeppelin! Nicht so gut bei Beinen hier. Ich brauche Munition, verdammt. Was macht er hier direkt neben mir? Hooker, Songbird ist bereit! Hier, Vogel! Das da, glaube ich, beschützen, dass das nicht kaputt gemacht wird, dieses Energiedings da, ne? Ja, die schießen nämlich irgendwie vorrangig da drauf, ne? Der schießt noch nicht nur auf mich, schießt da vorher da mehr drauf. Ja, dann da auf den Zeppelin. Nächsten von diesen. Ja.
Ziel nicht erreicht. Die Boxer haben den Kern des Flaggschiffs zerstört. Dein letzter automatischer Speicherpunkt wird geladen. Ja, klasse. Jetzt haben wir hier wieder so einen Festhänger, ja? Raketen, Vorsicht! Schön. Decker, sag Songbird, wo er hin soll. Auf das Kampfschiff! Booker, Kampfschiffe! Achtung! Das ist auch mega eklig hier. Ja, Gesundheit, schön. Ding in Ruhe. Ich meine, ich habe das mal gepackt nach ein paar Mal früher, aber ja. Ist halt nervig. Jetzt mache ich ja auch schon Überlänge. In der nächsten Folge geht's weiter. Bis dahin, macht's gut oder besser.